Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Last of Us Remastered. Wir haben es geschafft, wir haben die Brücke überquert, sind ins Wasser gesprungen, Hals über Kopf, Ellie hinterher, sie konnte nicht schwimmen und Henry und Sam, die uns zuerst zurückgelassen haben, das war heftig. Haben uns aus dem Wasser gerettet. Alles klar? Ellie sagt schon, das war heftig. Jetzt diesen Funkturm. Wir suchen den Funkturm. Uns geht's gut. So weit, so gut. Was haben wir hier? Oh, eine kleine Krabbe. Wo ist die denn jetzt hin? Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Ich höre sie nur noch. Ich sehe sie nicht mehr. Also die Krabbe. Und guck mal, in dem Boot finden wir auch schon was. Ist auch noch wieder ein kleiner Krabby. Letzte Woche erst an der See gewesen. Und dort dann auch nach langer Zeit mal wieder einen Krebsi gesehen. Ja, ich habe die Cam gerade noch mal ein bisschen kleiner gemacht. Ich kann das immer so schwer einschätzen. Weil OBS schon dabei. Mir das Bild ja nicht im Vollbild-Modus zeigt. Ich hoffe, die Cam ist so in Ordnung. Ich hatte das Gefühl, davor war sie ein bisschen sehr groß. So groß muss sie, glaube ich, nicht sein. Ich bin immer offen für Feedback. Aber ich glaube, ein bisschen kleiner ist nie verkehrt. Umso mehr seht ihr von dem Game. Und das ist ja das, worauf es ankommt. So. Was? Antiteilchen. Wir haben wieder... Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders. So, Buch 11, Antiteilchen. Bei einem Navigationsfehler springt die von Neumann in die Corona... Was ist jetzt hier los? Was ist denn jetzt bei The Last of Us los? Ey, wild. Antiteilchen. Bei einem Navigationsfehler springt die von Neumann in die Corona eines weißen Zwergsterns. Der Schaden ist gewaltig und die Anspannung unter der Mannschaft hoch. Da das Tarngerät zerstört wurde, muss das Schiff sich in einer nahegelegenen stellaren Geburtsstube verbergen. Nach Danielas Fehler wird die Mannschaft Daniela nicht mehr so leicht vertrauen. Es bleibt ihnen aber nicht viel Zeit, um Entscheidungen zu treffen. Denn Zeit und Sauerstoff gehen zur Neige. Das ist Teil 11. Wir haben davor Teil 10 gefunden. Haben wir davor irgendeinen Teil gefunden? Ich kann mich gerade ehrlicherweise nicht dran erinnern. Comics. Trägerteilchen war der erste Teil, den wir hier am Start haben. Wir drehen ihn mal um. Das war Buch 3. Okay, 1 und 2 haben wir nicht und alles zwischen 3 und 10 auch nicht. So, wir erkunden das Boot weiter, gehen wir unten rein. Aber das war's, glaube ich. Alles, was ich gerade schon im... Wie nennt man das auf einem Boot eigentlich? Nennt man das auch Cockpit? In der, nee, das heißt irgendwie anders. Wie heißt denn das in einem Boot? Steuerkabine? Irgendwie so? I don't know. Ich weiß gerade wirklich nicht. Wie heißt denn das? Ja, okay, Steuerbrücke, aber das heißt, das ist nur bei großen Schiffen, ne? Hey, Ellie! Ich glaube, wir haben was. Lass uns mal nachsehen. Was haben die jetzt? Oh. Ein Weg durch die Kanalisation. Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Hilf mir mal damit. Okay, zusammen. Na los. Okay, kommt, Kinder, los. Na gut, auf geht's. Du bist dran. Okay. Holt die Lampen raus. Sam, bleib hier. So. Ich hab's das begriffen. Los geht's. Toll. Trotz Kanalisation sieht es eigentlich ganz angenehm hier aus. Oh, was ist denn hier los? Wir sollten uns hier umsehen. Gut, wir gehen hier. Gute Idee, Ellie. Ellie hat langsam den Spielstil verstanden. Mir auch nicht. Umsehen, keine Wahl. Bisschen looten,
Alles entspannt. Aber hier ist schon mal nichts. Okay, was ist das jetzt hier? Ellie? It's your turn. Quetsch dich da mal bitte durch. Ellie? Oh, oder das hier. Wenn du das aufkriegst, krieg ich durch und mach die Tür auf. Okay, ich dachte, sie kriegt durch die Gitter durch. Aber Ellie ist doch... Die kennt doch nix. Die ist doch abgehärtet. Die ist doch, schreckfrei. Ganz unempfindlich. Dankeschön. Jetzt zieh mir sogar noch die Tür auf. Sehr aufmerksam von ihr. So, das Ding ist, was die Pillen angeht. Ich weiß nicht, was ich mir als nächstes holen soll. Sie bleiben bei uns und kommen zu Tommy? Na, ich weiß nicht. Wir müssen einfach abwarten, was sich ergibt. Gesundheit macht schon Sinn. Ach, es macht so einiges. Also Gesundheit finde ich am besten. Maximale Gesundheit nochmal erhöhen. Zusammen mit Messermeister. Schwanken der Waffe finde ich jetzt nicht so tragisch. Die Schüsse gehen in den Kopf, auf No-Flex-Basis hier angelehnt, ne? Heiltempo, Medikit schneller einsetzen. Boah. Also ich glaube nicht, dass mich das in der Vergangenheit gerettet hätte, wenn ich die Medikits nur hätte schneller einsetzen können, sage ich auch mal ganz ehrlich an der Stelle. Und ich muss ja gerade mal dazu sagen, guck mal, wie viele Granaten und sowas ich habe. Also ich kann ja schon ruhig mal auf Konfrontationskurs gehen mit dem ganzen Zeug, was ich eigentlich am Start habe. Neben reinen Waffen und Kugeln, muss ich ja auch ehrlicherweise hier mal zugeben, ne? Aber es kommt alles zum Einsatz. So, was haben wir hier für eine Notiz? Warte. Oh nein, ich habe ihn geschlossen. Ich bin so doof. Ach nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Ach, scheiße. Kanalisationsnotiz. Ich wollte mich vergrößern und jetzt vorlesen. Jetzt bin ich seit einigen Monaten weg und die Welt geht weiter zugrunde. Wo man auch hingeht, gibt es Infizierte und Nicht-Infizierte, die dich töten wollen. Die Menschen sind wieder Teil der Nahrungskette. Baby, unglaublich, dass ich so lange überleben konnte. Die Kanalisation ist ziemlich sicher. Wegen der wenigen Ein- und Ausgänge ist sie leicht zu verteidigen. Und wenn doch jemand hereinkommt, kann ich ihn in diesen Irrgarten abhängen. Ich bin zwar nicht hart, aber ich bin schnell. Vielleicht sollte ich einfach hier unten warten, bis oben wieder alles normal ist. Ich glaube, ich bin jetzt erst einmal Kanal-Maulwurfmann. Wünsch mir Glück, Ish. Ob Ish es geschafft hat, man weiß es nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass Ish noch lebt. Natürlich wäre es schön, wenn er es geschafft hat, aber naja. Also der Raum war ja auf jeden Fall versperrt. Ich weiß ja nicht, was Ish da noch für Aus- und Eingänge kennt. Wo er noch lang gehen konnte. Jo, ich komme, Henry. Alles entspannt. Guck nur noch mal kurz nach hier unten. Hier noch was ist. Irgendwas, was von uns gefunden werden möchte. Aber nein. Weiter geht's. Ellie steht wieder im Weg. Hallo. Ellie, bitte einmal zur Seite. Musik ist so spannend. Können wir nicht hier raus? Best Market? Best Mart? Okay, da gibt's was zu shoppen. Ich kann nicht schwimmen. Da sind wir zu zweit. Also was mit den Kids hier in dem Game los ist, ne? Ich weiß es nicht. Okay, Joel. Wie kommen wir rüber? Es klemmt. Gut, ab ins Wasser. Ich bin an einer Kette. Vielleicht geht es irgendwie dann. So, an der Kette selber sehe ich jetzt gerade nichts. Ist hier irgendwas anderes? Also sie klemmt, weil einfach Steine im Weg liegen, oder? Hier kann ich nichts machen. Ich
Hier drüben ist aber auch nichts, ne? Komme ich hier raus? Oh, warte. Hoch meine ich. Irgendwas muss ja jetzt auf der Seite zu machen sein. Aber für ihn ist das auch gerade zu hoch, ne? Er kommt da nicht aus dem Wasser raus. Also muss es ja irgendwas jetzt hier unter Wasser sein. Wenn ich mich nicht täusche. Ah, da. Habe ich gar nicht gesehen gerade. Henry, versuch's mal. Okay. Dann mal los. Digi, da, dreh mich mal um. Bleib wachsam. Da würde ich nicht drunter durchschwimmen, ey. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich hätte einfach so Angst, dass dieses Ding wieder runterknallt. Oder und dann? Zap, zarab, Kopf ab. So, Joel wieder auf eigener Faust hier unterwegs. Das ist ein Kerl. Junge, Junge, Junge. So, das können wir gebrauchen. Oh. Das Eiderdaus, was höre ich da? Ein verliebtes Klickerpaar. Oh, Scheiße. So, kurzer Prozess mit Klicker Nummer 1. Dann sneaken wir uns hier noch an Klicker Nummer 2 ran. Wir haben ja jetzt die Messer und die nutzen wir auch. So, nicht hier klein. Ja, das waren noch gar nicht so weit entwickelte Klicker, ne? Verhältnismäßig waren die sehr ruhig. So, Tauschnotiz ansehen, dann wollen wir mal gucken. Gestern habe ich Leute getroffen, die nicht sofort auf mich schießen wollten. Unglaublich, ich weiß. Wir haben Vorräte ausgetauscht und sind wieder unsere Wege gegangen. Sie hatten Kinder dabei und schienen sehr verängstigt. Fast hätte ich ihnen von diesem Ort erzählt. Aber was, wenn sie wie die anderen sind? Was, wenn? Weißt du was? Es ist mir egal. Was bringt es zu überleben, wenn niemand mehr über deine schlechten Witze lacht? Morgen werde ich sie suchen. Vielleicht wollen sie mir hier Gesellschaft leisten. Ich. Okay. War es ein Fehler von Ich, den anderen Leuten Bescheid zu sagen? Ist ihm das zum Verhängnis geworden? War das nachher der Grund dafür, dass er gestorben ist? Ich hoffe nicht. Oder war das einer von den beiden Dudes hier ich? Weil irgendwer von den Leuten, die er hier eingeladen hat, infiziert waren. Wobei ich glaube nicht, dass ich so eine Klamotten getragen hat. Aber man weiß es nicht. So, das hätten wir schon mal geklärt. Ja! Oh, Digga. Ich bin noch ganz... Er schreckt mich doch nicht so, Mann. Er schreit meinen Namen, als wäre keine Ahnung was los. Als würden die gerade übertrieben hops genommen werden. Aber ich muss es nochmal sagen. Ich finde die Lippensynchronität und auch allein die Synchronsprecher in diesem Game sehr, sehr, sehr stark. Da siehst du, dass da Liebe drin steckt und dass das nicht so 0815 gemacht ist. Und das feiere ich ja sehr. So... Sagen, das kleine Problemchen haben wir jetzt auch gelöst. Wir haben wieder die guten, zuverlässigen Paletten für die Nichtschwimmer. Ich wäre ja dafür, dass die einfach mal einen Schwimmkurs machen, oder? Also die Zeit sollten sie sich doch nehmen. Also beim ersten Mal war es noch okay. Ellie sagt selber das schon wieder. Beim zweiten Mal war es auch noch okay, aber jetzt langsam... Digga, Joel. Oder was hat er da gerade für Moves mit der Palette gemacht? Hat er hier wie manche Leute damals diese Hallo, Schilder Ellie. Geschwungen? Na also, sehr schön. Um Werbung zu machen? Oder was war das gerade für ein Move? Achso. Es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Einer nach dem anderen. Ellie schon gar keinen Bock mehr. Einmal rüber auf die andere Seite, würde ich sagen. Perfekt. Sieh nach, ob der Generator noch Saft hat.
Hier geht gar nichts. Aber womit hilft der Generator und sein Saft uns? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Also die anderen müssen ja trotzdem rüber, oder nicht? Oh. Ach so. Sag's lieber nicht laut. Dafür, jetzt versteh ich's. Ich hab mich schon gerade gewundert, was wollen die mit dem Generator? Können doch alle so rüberkommen, ist doch gar kein Problem. So, Pistolenmuni habe ich gar nicht mehr so viel, aber Revolver auch nicht. Wen wundert's? Ach so, ja, gut. Ich krieg keinen coolen Riot, weißt du, ich mach mich die ganze Zeit nass. Bin im Wasser und das, was ist der Dank? Ich werde hier einfach nur hochgezogen. Perfekt. Korrekt von euch. Ihr seid alles richtige Ehrenleute. Wir sind schon Profis darin. Gut, da hat gerade was reflektiert, aber ich glaube, das war nichts, was wichtig für mich ist. Nice. Werkzeugstufe 1 höher. Das freut uns doch, das freut uns doch. Sag mal. Machen wir noch ein Medikit. Lumpen nehmen wir mit. Ich frage mich halt, wie viele Werkzeugstufen rumliegen und was ist, wenn man full ist. Also ob es nur so viele gibt, wie man erreichen kann. Ich denke nicht, weil so versteckt wie die gerade war, war es schon ein bisschen... Wäre es ein bisschen mies. Oder? Hallo. Eine Akustikfalle. Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Ja, ich. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. House rules. Important, please read. Make sure doors are locked. Ask for password. If you don't, know the visitor. Achso. No shouting and noisy play. Run to hiding spot when you hear the alarm. Also ich hatte sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. So, Batterie wieder ein bisschen leer. Ui, eine neue Knarre. Sehr schön. Shorty, eine abgesägte Schrotflinte. Shorty fühle ich. Ist bloß gerade die Frage... Oh, Shorty... Oh, nice. Shorty zählt sogar als Kurzwaffe. Wild. Sehr, sehr wild. Ich wollte gerade sagen, ist nur die Waffe, ob er die gleiche Schrotmunition benutzt wie die große? Auch das nicht. Shorty wird mir immer sympathischer. Wir wechseln zu Shorty. Super. Er lehnt nicht. Verbessert. Explosionsradius ist jetzt 1,5 mal so groß. Nice. Bombenhandbuch Band 1. Verbesserter Radius von eingesetztem Sprengstoff. Was machen die zwei da? Achso, die spielen. Ach, die hatten gerade Spaß. Henry ist auch so ein Spaßverderber. Ich meine, er hat ja recht, aber... Ne, Henry. Ey, doch nicht immer so. Hörst du das? Müssen wir hier schon lang? Deswegen, dann würde ich gerne nochmal zurückgehen. Ich dachte, das wäre jetzt hier der geheime Spot, wo ich mich umgucken kann. Aber wenn der geheime Spot da ist, wo die beiden gerade gespielt haben, dann möchte ich hier doch nochmal reingucken. Und alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Lumpen kriegen wir ohne Ende, aber den Alkohol dazu nicht, ne? Das ist halt das Miese. So, hier zirpen nur die Insekten. Ja gut, die Sprengstoff kann ich nichts mehr machen, ne? Ich bin full. Molly geht auch nicht. Das können wir hier nochmal uns gönnen. Gut. 50 Medikamente. Ich würde sogar wirklich mit dem Messermeister 2 gehen. Weil meine Gesundheit ist zwar nicht die beste, aber... Die Klicker sind halt maximal gefährlich, ne? Und wenn man die schnell ausschaltet und dann sogar noch Messer hat, will man mehr. So. Shorty steht uns bei für die harte Zeit.
Aber in seiner Base war er jetzt nicht, ne? Da war ich nicht. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, ob da eine Leiche lag. Scheiße. Ja, das war auch nicht meine Absicht gerade. Das war nicht meine Absicht. Wir können urteilen, sind sie schon länger tot. Wir gehen weiter. Wir können nur hoffen, dass es nicht noch mehr davon gibt. Ich wollte gerade sagen, das war aber ich und die letzten Leute, die er wahrscheinlich hier eingeladen hat, ne? Ich glaube, spätestens das war jetzt der Beweis dafür, nach den zwei Klickern, die wir unten schon mal gesehen haben. Glaube ich, ja. Hat sich Ish die Seuche hier reingeholt. In seine eigene Bude. So kann's laufen. Haben wir doch noch was. Gucken wir mal, wie die Geschichte weiterging um den guten Herrn. Hallo Susan, ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass diese Regenfänger eine großartige Idee waren. Ziemlich klug, Wasser sammeln zu können, ohne sich vom Fleck zu bewegen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich den Kindern einige Wasserpistolen gegeben habe. Selbstverständlich wurde ich den ganzen Tag über nass gespritzt. Wenn du nicht willst, dass sie sie haben, lass es mich wissen und ich nehme sie ihnen wieder weg. Wir sehen uns beim Abendessen heute Abend. Kleine Warnung am Rande, Kyle macht schon wieder seinen speziellen Hackbraten. Ish. Okay, was ist Kyles spezieller Hackbraten? Wollen wir es wissen? Er scheint auf jeden Fall nicht geschmeckt zu haben. Wobei Hackbraten eigentlich ganz nice sein kann und ich Ewigkeiten keinen mehr gegessen habe. Ja, mal dazu anmerken. Ist vielleicht eine Idee, wenn ich mal wieder in Zukunft koche, wenn ich meinen Hackbraten mache. Meine, ein paar Ausnahmen kann man auch mal machen, ne? Und auch mal Fleisch essen. Nicht, dass ich Vegetarier bin, aber man versucht auf Fleisch zu verzichten, sag ich mal so, ne? So selten wie nötig, so wenig wie möglich. So. Nee, das würde ich jetzt erstmal nicht tauschen, aber die 10 Teile nehmen wir nochmal mit. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass wir so viele Teile gefunden haben, dass es mal wieder Zeit für eine Werkzeugbank ist. Wobei ich auch sagen muss, dass wir jetzt eine neue Werkzeugstufe haben. Und wir dann natürlich wieder gut überlegen müssen, wo wir rein investieren. Gerade weil wir jetzt noch Shorty am Start haben. Das wird wieder eine schwierige Entscheidung. Eine ganz schwierige Entscheidung. Alkohol, den nehmen wir mit. Den brauchen wir. Was haben wir da noch? Was voll ist? Schon wieder Lumpen? Ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Ja, Lumpen. Vielleicht kommt man auch anders dahin. Da kommt man anders dahin. Müssen nur den Weg finden. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Also, das ist seltsam. Ja, ich weiß. Klicker! Oh, shit. Hey, das Ding bewegt sich nicht. Dann weg, verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf, los! Oh, die sind aber auch richtig nah. Oh, 4 Stück. Oder noch mehr, waren das 5? Eieieiei. Ellie und Sam, lauft. Ach du heiliger Bimbam. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, ja? Okay. Da wartet auch eine Klickerdame auf uns. Liebe Leute, ich würde sagen, wir nutzen die Gunst der Stunde und machen an der Stelle bleib hinter mir. Einen Cut. Wenn ich renne, rennst du. Ja. Genau. Sam und Joel jetzt zusammen und Henry und Ellie. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sind ganz gut durchgekommen, sind immer noch in der unterirdischen Höhle, in dem unterirdischen
Kanalisationsversteck von dem guten Ish, über den wir auch ein bisschen was erfahren haben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und würde mich riesig freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.